Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Medi-Urs. Häufig gewünscht, lange hinausgezögert und immer wieder rückwärts die Wand hochgerutscht. Frage von euch war, kannst du mal was zum Kfz-Verband kasten lassen, was da so drin ist, was taugt und nach Möglichkeit auch was nicht. Wir legen los. Was ich hier habe, meine Damen und Herren, ist ein nagelneu verpackter Pkw-Verbandkasten. So kann man auch sehen, dass der sogar noch eingeschweißt ist. Ihr müsst da mal so ein bisschen drauf achten. Je nach Bundesland ist das ein bisschen unterschiedlich. Wenn ihr damit in eine Verkehrskontrolle kommt und der noch so original verschweißt ist, kann das passieren. Je nachdem, wo ihr seid und wie da so die Grundlage ist, dass das bis zu 10 Euro an Bußgeld, Verwarnungsgeld, wie auch immer, kosten kann. Mal so am Rand. So, wir packen das Ding mal aus und dann gucken wir mal, was kann und vor allem was nicht. Okay? Wir haben hier einmal drin eine in mehreren Sprachen vorhandene kleine Anleitungsfibel. Ja. Also ich mag es noch nicht mal. Hier ist Helmabnahme zumindest angezeigt und erklärt. Aber Leute, so eine Fibel gerade in der Ausnahmesituation ersetzt sehr, sehr lange keinen Erste-Hilfe-Kurs, bei dem ihr euch auch mal körperlich anstrengen, bemühen oder gar dreckig machen müsst. Ja. Was wir hier jetzt haben, ist dieses Kit. Das Kit ist sehr kompakt. Kompakt finde ich eigentlich gar nicht so richtig schlecht. Jetzt gucken wir uns mal den Inhalt an. Mich grinst ihr hier erstmal an. Zwei Feuchttücher. Ich mache gleich hier einmal so ein Häufelein mit Material, was wir guten Gewissens behalten können. Und wo wir lieber die Finger von lassen, okay? Also, wir haben hier zwei Feuchttücher. Gerade wenn ihr mit dem Einsatz so weit durch seid als Ersthelfer, hinterher Handschuhe aus, damit einmal die Hände abwischen. Seid ihr wieder rettig vor Rock'n'Roll, ist eigentlich, finde ich persönlich, gar nicht so richtig unsexy. Nicht unbedingt der teuerste, aber der Teil des Erste-Hilfe-Kastens, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am schnellsten verbraucht oder durchgetauscht werden muss, gerade wenn ihr Kinder habt. Na, ein Pflaster-Set. Das muss jetzt nicht unbedingt Raketentechnologie, aber sollte schon nach Möglichkeit so sein, dass es uns dann irgendwie mal einen Schnitt oder irgendwas am Finger oder so abdichtet. Das sollte es eigentlich schon können. Na, auch behalten. Schere. So komisch es klingt und so komisch es sich anfühlt, das ist zwar nicht der teuerste, aber einer der wertvollsten Artikel und wir kommen da auch nachher noch drauf. Also auch behalten. Diese Pflasterrolle, Leute. Also ich persönlich bin kein Fan davon. Das ist nicht Fisch und nicht Fahrrad. Das teilweise klebt das per se schon nicht richtig. Und dann lassen wir es auch weg. Die Handschuhe hier. Welchem Material sind die? Steht das hier irgendwie? Nö, nur puderfrei, groß. Na, Nitril ist es nicht. Ganz wichtig, zwar medizinische Masken. Persönlich kriegt er ja echt Plack, aber das ist auch nur meine kleine Meinung.
Das war nur so eine Änderung in der DIN. Die werde ich, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr verstehen, aber das muss ich auch Gott sei Dank nicht. So, was haben wir hier noch drin? Zwei kleine Fixierbinden, drei große Fixierbinden. Das alles in unsteril, und gerade wenn ich an mir selber geschraubt habe, hat es für mich den ganz blöden Haken, dass wenn ich keine Handschuhe angehabt habe, dass ich mich an diesem Stoff jedes Mal irgendwie mehr oder weniger gefesselt habe. Was damit gehen soll und was ich demnächst mal ausprobieren möchte, ist, dass man damit eventuell Wunden austamponieren kann. Also im Grunde statt komprimierter Gase. Ja, das Zeug hier ist unsteril. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn jemand so eine Wunde austamponiert braucht, dann hat er definitiv ein größeres Problem. Und um das Thema Abdeckung mit Breitbandantibiotika wird sich bei der chirurgischen Aufbereitung so oder so jemand mit einer sehr langen medizinischen Ausbildung kümmern. Von daher, ich behalte das erstmal und ich werde euch berichten, ob das tatsächlich funktioniert hat. Einer der coolsten Artikel, wenn auch nicht unbedingt der allerteuerste, ist eine Rettungsdecke. Hier hat der Spanner gesagt, Rettungsdecke für Weltfrieden. Ihr könnt, gerade wenn es nicht nur um Erste Hilfe, sondern um Survival geht, ihr könnt euch damit einen Unterschlupf behelfen, ihr könnt euch damit, ihr könnt damit Wasser transportieren, ihr könnt Hilfe signalisieren. Ihr könnt noch viel, viel anderen bunten, lustigen Kram machen. Das Video dazu gebe ich euch hier oben. Das Ding ist also wie Ikea, ne? Entdecke die Möglichkeiten. Also auf das Häufchen mit dem Material, was wir gut und gerne behalten können. Hier kommen wir zu einem Gegenstand, meine Damen und Herren. Das ist so eine Hassliebe, ne? Das ist das Dreiecktuch, das aktuelle nach DIN. Es ist sehr leicht, es ist aus Kunststoff und es kann außer günstig sein sehr, sehr wenig. Das ist der ganze einfache Haken an der Sache. Und mit einem Baumwolldreiecktuch kriegst du eine starke Blutung zumindest improvisiert abgebunden. Wir probieren das mal hiermit. Wir nehmen an, meine Damen und Herren, ich entsafte über den Unterschenkel. Also du kriegst das Ding schon nicht mal irgendwie schnell zu einer Krawatte gedreht, ne? So, guckt euch das mal an. Das, da kannst du durchgucken, da kannst du die Zeitung durchlesen. Ich versuch's trotzdem. So. Wie eben erwähnt, wir nehmen an, ich entsafte über den Unterschenkel. Ich mache hier einen Kreuzknoten rein. Ziehe das Ganze etwas zur Seite. Ich nehme den wertvollsten Artikel oder einen der wertvollsten Artikel ein bisschen neben diesen Knoten. Und jetzt fange ich an zu drehen. Knack. Hier haben wir das Problem, meine Damen und Herren. Dass diese Enden ineinander verschmolzen sind. Und somit können wir festhalten, dass mit dem Dreiecktuch, mit dem DIN-Dreiecktuch, mit dem aktuellen DIN-Dreiecktuch, eine Abbindung schon mal nicht möglich ist. So, aber wir haben da ja noch ein bisschen. Wir haben hier ein DIN-Verbandpäckchen
in steril, ja, in sehr, sehr übersichtlich gehalten. 1, 2, 3. Das ist Größe M, zweimal Größe M, einmal Größe L. Ich komme gleich noch drauf. Wir nehmen mal an, ich entsafte wieder mal über die Handgelenkarterie. Das mache ich ja gerne oft und gut. Ich nehme zum letzten Gruße eins dieser DIN-Verbandpäckchen. Halte hier fest. Das geht übrigens tatsächlich, ne? Hier festhalten, einmal rumwickeln. So, jetzt haben wir hier schon zwei Windungen, dass wir das Ganze fixiert haben. Wir nehmen unser Druckpolster, also ein zweites Verbandpäckchen als Druckpolster. Und jetzt wird hier gewickelt. Und gewickelt und gewickelt und gewickelt. Mit dem lustigen Ende hier gehen wir bei. Jetzt soll man das Ganze nach Möglichkeit zum Schluss verknoten. So, das Ganze soll in der Ausnahmesituation sehr, sehr schnell gehen. Hier haben wir ein Problem in der Ausbildung, meine Damen und Herren. In der klassischen Erste-Hilfe-Ausbildung soll der Finger hier jetzt durch diesen Verband durchpassen. Der Haken an der Sache ist, wenn dieser Finger durch diesen Verband durchpasst, dann stoppt ihr damit alles Mögliche, aber keine stark blutende Wunde. Ganz im Gegenteil. Was ihr vielleicht gestoppt kriegt, ist eine venöse Blutung. Macht damit aber auf dem arteriellen Blutkreislauf, tralala, hupftata System, auf dem arteriellen Drucksystem den Druck sogar noch höher. Das heißt, euer Patient entsaftet noch schneller. Ihr habt gesehen, die Nummer mit dem Knoten gerade zum Schluss. Das Ganze soll nach Möglichkeit auch in einer Ausnahmesituation bei schlechten Wetter- und Lichtverhältnissen einwandfrei und fluffig funktionieren. Funktioniert das wirklich? Kommt sehr darauf an, wie man fragt und wer antwortet. Und vor allem ist die Technik, die Ausbildung, die Wissenschaft, die Lehre. Es ist alles so viel weiter. Ich verstehe es einfach nicht. Wir haben hier noch was. Wir haben hier ein Verbandtuch steril in 600 x 800 mm. Damit kann man zum Beispiel eine Verbrennung trocken einwickeln, einpacken, eine Hand, eine verbrannte, damit einpacken. Dann eventuell mit Pflasterstreifen oder mit einem Dreiecktuch sichern. Was ihr gerade bei Verbrennungen, die wirklich ähnlich groß sind wie dieses Verbandtuch, lassen solltet, ist, dass ihr diese Verbrennung bis zum Tod umfallen kühlt. Wenn gekühlt wird, dann höchstens Handtellerflächengröße. Und die wird bitte auch nur mit handwarmem Wasser gekühlt und nicht so lange, bis unser Patient Farbe, Temperatur und Haptik eines Fischstäbchen kriegt. Also, ich arbeite damit relativ ungern. Na, wie gesagt, kann man machen, ist aus demselben Material wie das Dreiecktuch. Von dem Dreiecktuch halte ich bevorzugt und am meisten und am liebsten und am gernsten Abstand, meistens mit Mundschutz oder auch nicht. Was hier noch drin ist, sind Kompressen in 10x10 cm und die sind wirklich gut.
Das in einer so einer Packung sind immer zwei Kompressen drin, meine ich zumindest. Ja, genau. Sind jeweils zwei Kompressen drin. Machst du nichts verkehrt, kannst eine Wunde mit abwischen, kannst eine Wunde mit abdecken, machst das Ganze mit Pflaster, entsprechend mit einem guten Tape. Also nicht mit dem komischen Zeug hier. Oh, Alter, ich kapier es nicht. Sondern mit einem richtig guten Tape gehst du bei, machst damit einen Gitterrahmenverband und fertig ist der Lack. Also auch hier wieder auf das Häufchen für aufbewahren. So, jetzt gucken wir uns mal den Kasten an. Das ist also alles das, was nach ist, was du aus so einem Kasten wirklich verwenden kannst. Den Rest würde ich zu Hause lassen. Echt. Ist kein Witz. Die Dreiecktücher sind ein Witz und kein besonders guter. Eine starke Blutung kriegst du damit nicht gestoppt. Und für alles andere würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen wollen. Ja. Also ich finde es, wie gesagt, einigermaßen furchtbar. Aber vielleicht bin ich da auch humorbehindert oder so. So, Kinders, das war also das erste DIN Erste-Hilfe-Kit, was wir uns mal genauer angeguckt haben. Also meine ganz große Empfehlung ist gerade für Verkehrskontrollen und für den TÜV sowas ins Auto legen. Kriegt ihr beim Discounter des Vertrauens häufig irgendwo zwischen 5 und 10 Euro. Und dann seid ihr für die Kontrolle wirklich gut dabei. Wirklich Leben retten damit wird schwierig. Wird wirklich schwierig. Ist also nicht witzig oder so. Würde ich lassen. Was man durchaus machen kann, ist, dass man sich eine kleine Tasche zusammenpackt. Und das hier, was ich da auf diesem Häufchen hatte, also Pflaster, Rettungsdecke, Schere, ein paar Kompressen, ein Satz Handschuhe, sich vorne irgendwo zwischen die Sitze, zwischen die Fahrersitze, zwischen Fahrer- und Beifahrersitz packt oder eine kleine Tasche an die Kopfstütze, irgendwas in der Art, vielleicht noch eine Traumabandage dazu, vielleicht noch ein Tourniquet dazu, wenn man nicht unbedingt improvisieren kann oder will. Baumwolldreieck hoch und dann seid ihr wirklich ready for Rock'n'Roll. Aber der Rest aus dem DIN-Verbandkasten, der ist ein Witz und eigentlich kein guter, wenn ich ehrlich bin. Kinnings, ich hoffe, ich habe so ein bisschen aufräumen können, habe ein bisschen was erklären können. Wenn euch gefallen hat, was ihr seht, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Auch das ist keine schwere Straftat. Ihr dürft die Videos auch gerne mit einem Like versehen und gegebenenfalls auch teilen an Freunde, Nachbarn, Landsleute, Persönlichkeiten, die dieses tatsächlich, sagen wir mal, nötig haben. Die dieses Wissen vielleicht nicht haben und ihr mit diesem Wissen eventuell sogar anderen Leuten helfen könnt. Wäre großartig. Kennings, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.